Hallo zusammen und willkommen zu einer Runde Artgenerierung, aber diesmal mit Adobe Firefly Beta. Bin mal gespannt. Man kann sich inzwischen für das Beta-Programm anmelden. Da haben wir verschiedene Varianten: Text to Template, Sketch to Image. Das ist natürlich auch was Nettes. Also, diese kommen alle noch, die Features hier: Text to Pattern und so. Und was haben wir denn? Ja, hier mal Text to Image können wir auf jeden Fall schon machen: Text Effects, Recolor Vectors. Aber was halt noch kommen soll, ist wirklich halt hier generatives Füllen, personalisierte Ergebnisse sollen kommen, Text to Vector, das finde ich auch krass, also Vektorgrafiken, Extended Images, 3D to Image, das ist halt auch cool, also haben wir hier ein 3D-Modell, macht er hier was draus, das kann man dann glaube ich aber auch andersrum, Image to 3D bestimmt, dass er da 3D-Modelle draus macht später, also so Verfahren gibt es ja auch. Sind auch sehr stark für Spieleentwicklung vor allem und auch in der Filmindustrie auch nicht zu verachten natürlich. Mit CGI und so erleichtert das natürlich ungemein. Und Text to Pattern ist auch cool, also hat man dann, kann man Seamless Pattern und so machen. Mhm. Text to Brush, auch krass. Und Templates auch. Ah, da bin ich mal gespannt. Ich würde doch mal mit dem ersten Text to Image Feature anfangen. Kann ich das skippen? Wenn es was Personalisiertes gerade ist. Und hier gebe ich was ein. Darf ich nicht. Weiß ich, es gibt da, ach, da unten. Und ich kriege die ganze Zeit Vorschläge, also halt schon andere Ergebnisse. Okay, dann sind natürlich auch die Tags. Sind so ein bisschen die Tags, wo man auch von anderen genommen hat, so. Okay, krass. Typischen Probleme halt wieder ansonsten. Bruder vom Mund nicht so ganz. Und die Augen sehen creepy aus. Aber ein bisschen schlecht. Kann man das irgendwie weiterverarbeiten? Also upscalen oder so? Sieht schon akkurater aus. Okay. Legen wir hier doch einen neuen Ordner an. Das kommt ganz cool so. Wobei, was ist denn hier? Hier ist offen oder was? Ein offener Helm. Kommt nicht schlecht, aber sie war ein bisschen komisch, oder? Was ist jetzt hier? Kann ich das jetzt so mal mit drauf machen oder mit Neon Layered Paper? Warte, was geht da jetzt? Was geht's von ab, oder was? Krasse Augen, echt, ey. Sieht gut aus. Sauber aus, irgendwie immer. Bände schon passen. Da sieht's halt gar nicht korrekt aus. Sieht, ist ein Implantat im Auge oder irgendwas. Alles ist halt chaotisch. Also wir haben ja schon ein paar lustige Effekte, glaube ich, mit drin. Aber das Hintergrund bleibt relativ gleich, oder? Das variiert jetzt nicht so viel, das ist auffällig. Das kenne ich so nicht. Also bei anderen Art-Tools, da wird es dann durchaus gleich mal auch ein anderer Hintergrund, also größere Varianz im Hintergrund, ja. Ich sehe ja schon auch verschiedene Gebäude, die sind aber sehr ähnlich. Da ist noch ein bisschen wenig mit Steampunk, oder? Ich erwarte ein bisschen mehr Weitläufiges vielleicht, aber das sieht zum Beispiel auch gut aus, finde ich. Interessante Haare vielleicht ein bisschen, aber... Ja, so einen halben Silberblick, oder? Okay, ich könnte sogar was davon submitten in die Gallery oder was. Ah, was ist denn das mit dem Augenlid? Das ist... Das finde ich gut. Groß submitten. Da wäre mal gut aus, finde ich. Aber irgendwie hier, das ist mir doch immer gleich. Da hat er schon abgespacete Sachen. Ah, die Gesichter sind halt zum Teil echt noch krass.
den ich jetzt ganz ehrlich, oder? Sieht dann irgendwie abgefahren aus. Schlecht aus, aber das sieht hier irgendwie ungesund aus, oder? Der Hut ist zu schwer. Oh Mann. Sieht abgefahren aus. Mal interessieren, was haben die Auflösung? Sehe ich hier halt nicht gerade. Finde ich alle cooler, ich. Den oder den? Der kommt ein bisschen böse, der kommt ein bisschen unschuldiger. Der kommt besserwisserisch. Der kommt so unschuldig. Wo ist mein Essen? Ich habe nichts gemacht. Also die Ergebnisse sind schon gut, gleich relativ, gell? Finde ich. Aber man hat bei Menschen halt die gleichen Probleme gesehen mit Augenpartien und Mund, dass die nicht so immer stimmen. Abgestürzt. Ich hab's geschrottet. Aber mehrere Sachen auch gerade hochgeladen, dass das zu viel hintereinander gleich war. Das wäre natürlich schade, wenn da nicht mehr packt. Das sieht ja nicht danach aus. Hat sich's verabschiedet oder was? Ganz, das ist aber nicht mehr erreichbar. Kann nicht sein, dass er überlastet ist einfach, wenn da viele Leute drauf zugreifen und es kämpft. Fängt sich nichts mehr. Tja, schade. Ich hätte euch gerne noch ein bisschen mehr gezeigt, aber ich glaube, an dieser Stelle kommen wir jetzt hier gerade nicht weiter. Da würde ich doch sagen, wir gucken doch die Tage mal wieder rein. Und wenn euch das mehr interessiert, dann werft doch auch einen Blick auf meinen Kunstkanal Flint Art and AI und lasst mir doch auch gerne einen Follow hier da. Freue ich mich drüber. Und natürlich auch gerne einen Blick auf meinen Hauptkanal Flint's German Let's Play auf YouTube. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flint. Bye bye.